Wir feiern nämlich heute die 25. Veranstaltung und ich glaube, das ist ein Grund zum Feiern. Wir haben heute Mittag eine Riesentorte, eine 1 Zentner schwere Torte angeschnitten und sie wird jetzt hier unter den Geburtstagsgästen, die heute hier in großer Zahl aus dem Bezirk Neukölln und auch aus Treptow anwesend sind, zum Genuss vorgesetzt. Ich freue mich, dass zu meiner Rechten Herr Bezirksbürgermeister Bielka heute unter uns ist. Und Herr Bürgermeister, wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir uns mal überlegen sollten, diese Veranstaltung noch näher an die Bürger heranzutragen, indem wir vielleicht überlegen, in den nächsten Jahren mal Sportvereine, Kulturvereine, Gesangsgruppen und Musikgruppen, die hier in Neukölln beheimatet sind, an dieses Volksfest mit anzubinden. Wie finden Sie diese Idee und würden Sie das befürworten? Ja, also wenn ich zunächst erstmal Ihnen einen herzlichen Glückwunsch aussprechen kann zu dieser 25. Veranstaltung. Das ist ja doch schon ein schönes Jubiläum und ich muss sagen, die Veranstaltung hat sich einen festen Platz im Herzen der Neuköllner, der Kreuzberger, der Tempelhofer und vieler anderer Berliner Bürger erobert. Das kann man wohl so sagen. Und wenn man berücksichtigt, dass diese Maientage, diese Neuköllner Maientage zu einem Zeitpunkt gegründet wurden, als die Mauer schon stand, dann ist es doch besonders erfreulich, dass wir heute das erste Mal frei zugänglich für alle Bürgerinnen und Bürger aus Ost-Berlin diese Maientage durchführen können und das immerhin auf Einladung von Ihnen, Herr Wollenschläger, von Ihnen, Herr Simmons, hier über 50 Treptower Bürger an dieser kleinen Fete teilnehmen. Und was die Attraktivität der Maientage angeht, will ich Ihnen sagen, erstens, also das Bezirksamt steht weiter hinter diesen Maientagen. Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, was haben Volksfeste in einer Parkanlage zu suchen. Ich meine, bisher haben die sich beide gut vertragen, die Parkanlage und das Volksfest. Und das soll auch die nächsten 25 Jahre so bleiben. Und ich sage Ihnen zu, ich werde mit den Neuköllner Sportvereinen, mit den Musikgruppen und anderen reden. Und vielleicht haben wir eine intensivere Beteiligung in einem Jahr bei den 26. Neuköllner Maientagen hier in der Hasenheide zu verzeichnen. Ich danke sehr herzlich, Herr Bezirksbürgermeister. Die Schausteller werden sich sehr darüber freuen. Es gab ja mal ein Thema zu unserer Bundestagung vor 2 Jahren. Das hieß Volksfeste als Kulturträger. Und wir meinen eigentlich, ein Volksfest ist ein Ort, wo man den Bürger auf einfache, auf preiswerte Art an die Kultur näher heranführen kann. Und wir wären Ihnen sehr, sehr dankbar, wenn Sie mit Ihrem Bezirksamt dieses unterstützen würden. Zu meiner Linken steht Herr Richard Simmons. Herr Richard Simmons ist verantwortlich für den gestalterischen Teil dieses Volksfestes. Er ist der 2. Vorsitzende des Berliner Schaustellerverbandes. Herr Simmons, was haben Sie sich einfallen lassen, um dieses Volksfest in diesem Jahr wieder zu beleben? Es muss hier immer wieder etwas Neues geboten werden. Der Anspruch des Publikums ist groß, man kann nicht immer wieder dasselbe bringen. Und ich bin jetzt mal neugierig, was wir Neues hier zu sehen und was wir Neues hier erleben können. Hier auf dem Volksfest haben wir wie immer unsere Spielbuden, unsere Schießbuden und alles drum und dran. Und was Neues, wir haben ein kleiner Minicar für unsere kleinen Besucher. Die ist eine sehr schöne elektrische Autoscooter, kann man sagen. Und das ist für unsere kleinen Gäste was sehr Schönes. Dazu haben wir ein riesengroßes Puppentheater. Die gibt jeden Tag umsonst 3 Vorstellungen, sodass, wenn Kindergartengruppen und sowas über diese Volksfest geht, dass die auch was haben, ohne was zu bezahlen. Wir haben auch eine riesengroße Bühne vorne am Eingang. Auf dieser Bühne spielt 25 Mal ein Riesenkonzert. Und da gibt es die Cool Cats, Orchesterverein 1911, Britzer Brassorchester und viel anderes. Und ich glaube, das ist der Zentrumpunkt von dieser Neuköllner Maientage. Und es macht richtig Spaß, wenn man da vorne steht und das Publikum macht mit. Wir haben also gehört, dass hier viel los ist. Ich darf noch ergänzen, dass jeden Sonnabend ein Höhenfeuerwerk abgebrannt wird, dass mittwochs für unsere minderbemittelten Bürger Volks- und Kindertag veranstaltet wird. Ich kann eigentlich alle Berlinerinnen und Berliner nur einladen, hier nach Neukölln zu kommen. Ich danke meinen Gesprächspartner, Herrn Bürgermeister Bielka. Ich danke Herrn Richard Simmons sehr herzlich und wünsche dieser Veranstaltung, die noch viele Berliner anlocken wird, noch viel Erfolg und hoffe, dass Sie alle hier noch zu uns kommen.